Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von Let's Play Transport Fever, meine lieben Freunde. In der letzten Folge hatten wir ein paar Bahnverbindungen gemacht. Von Lastrup nach Reichenschwand, was da hinten ist. Und da haben wir diese Bahnstrecke hier entworfen und hier noch eine gerade durchgezogen, die dann hier nach Parkstein führt. Hoppala! Nach Parkstein. Und von Parkstein kommt dann auch noch eine regionale nach Lastrup. So. Wir bauen jetzt erstmal die nach Parkstein hoch. Dazu müssen wir erstmal wissen, auf welcher Seite wir den Bahnhof bauen. Und das ist ja eigentlich relativ klar, dass er auf der Seite gebaut wird. Das sind auch, glaube ich, wieder etwas drei Gleise mit hier 320 Metern ist da eigentlich dann am besten. Zack. Zack, zack. Finger ab. Und jetzt kommt hier die überregionale. Bau nicht möglich. Jetzt ist er möglich. Jetzt ist er möglich. Der Bau. Kollision bei Teilchenangleichung. Nehmen wir doch einfach mal die Straße weg. Und bau das dann so hier ran. Dann nehmen wir mal die zweite Straße. Die zweite Linie hier. Und bauen die auch mal so hier rüber. Zack, zack, zack. Da sind wir ja schon in Lastrup. Muss ich mal ein bisschen reingehen. Da ist der Bau nicht möglich. Das ist schade. Das ist auf jeden Fall machbar, das ist gut. Ich weiß nicht, ob ich den inneren Ring noch machen kann. Das geht auf jeden Fall. Das geht auch, das ist super. Das ist super. Und ja, hoch damit. Ich darf nicht so weit gehen damit. Das geht dann anscheinend auch nicht. Und dann hier hoch. Nee. So möchte ich das nicht haben. Nein. Ja, das gefällt mir besser. Nee. So, genau. Da haben wir hier erstmal eine Strecke entworfen. Das schaut doch schon mal gut aus. Und von Schwalmühle, hier gibt es ja schon den Bahnhof, nehme ich an, irgendwo. Da hinten? Ernsthaft? Okay. Ist kein Kopfbahnhof. Ja. Tun wir den erstmal aufrüsten. Und schließen jetzt die Linie ganz rechts an hier. Zack. Oh, wir sind hier gerade vorbeigeflogen. Ein großer Vogel, Milan oder ein Bussard oder irgendwas. Da habe ich mich jetzt erschrocken. Haha. Bau nicht möglich. Das ist doch möglich. Komisch.
Mal gucken, was rauskommt, wenn ich den komplett so mache. Tunnel. Okay. Und hier baut er einfach so drüber. Okay. Ein kleiner Tunnel kann nicht schaden. Ja, nochmal ein kleiner Tunnel. So, machen wir hier draus eine etwas größere Strecke. So, mal gucken, ob das jetzt geht. Na, das funktioniert auf einmal. Weil wir die erste schon gebaut haben. So. Da kommt ja auch noch der ganze Güterverkehr. Ich habe das mal beim Philipp gesehen. Der hat das ja am Anfang so geregelt, hat das ja zeitlich mit Güterverkehr angefangen. Und ich stimme auch zu, der Güterverkehr ist die bessere Lösung. Also nicht die bessere Lösung, sondern da kommt man an leichter, also an, ganz leicht an viel Geld. Das ist wirklich so. Und das funktioniert hier wirklich und das finde ich richtig lustig, dass das funktioniert. Nee, da ist die Krümmung doch zu groß. Ich wollte den schon hier so anschließen. Genau. Korrekt. Von hier raus. So. So. Hier macht das ja wenig Sinn. Ist es eine Connection? Ja, ist es. Okay. Jetzt müssen wir nur den Überregionalzug hier anschließen. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schwer. Ja, weil ja eine Weiche ist hier dran. Jetzt geht's nämlich. Entweder geht's so oder so. Und dann müssen wir ja aufpassen auf die anderen Schienen. Setzen wir gleich mal ein Signal hin, dass man weiß, okay, der Schnellzug hat Vorrang. Genauso wie hier. Zack. Und hier ist auch noch. So. Genau. Auch hier drüben am besten erstmal, dass wir das hier abgeschlossen haben. Der fährt geradeaus weiter und wenn der kommt, muss der hier warten. Mir noch ein Langstreckensignal machen, bevor der Tunnel kommt. Können wir noch mal hier draußen warten lassen und hier. Und hier und hier.
noch ist das ja alles kein Problem. Gucken dann mal auf späteren Zeitpunkt. Da könnte das schon kniffliger werden, gerade wenn wir wieder mit Güterverkehr anfangen. Da ist es ja immer sehr knifflig. Diese Weiche könnte es irgendwann noch zum Verhängnis werden, aber darum haben wir hier die beste Qualität eines jeden rausgeholt. So, jetzt geht's aber los hier. Ein Depot muss ja hin. Das passt auch diesmal, perfekt. So, bevor wir das jetzt hier irgendwie die Landnutzung erstmal ausschalten, mach erstmal zwei regionale und eine überregionale. Zack, zack, zack. Das Schwarze wird man ja auch sowas von sehen. Ich mach das mal orange. Und dich machen wir mal hier mal gelb, machen wir dich grün. Das wird jetzt der Zug 21. Das kann man jetzt am besten machen. Indem wir einfach den machen. Und den. Dann Zug 22. Das können wir auch mal schließen. Zug 22 geht von da nach ihr. Und Zug 23 geht von hier nach da. Und dann brauchen wir ja noch eine Linie. Und das ist dann unsere... Ne, das möchte ich nicht haben. Machen wir die einfach mal blau. Das ist der Zug 24. Und er geht von hier nachher ganz hinten. Zack. Und damit verabschiede ich mich erstmal von dieser Folge und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.